Gude und herzlich willkommen zum Let's Play von Diablo 3. Ich muss euch leider sagen, ich musste das Level nochmal neu spielen. Weil das Problem war nämlich, ich habe ja eine neue Tastatur, habe ich eigentlich, die habe ich jetzt nicht mehr. Und das Ding ist jetzt, diese neue Tastatur hat so Probleme gemacht und ich habe nachgelesen, dass diese Probleme von der Software herkommen. Und mich das so aufgeregt habe, dass ich jetzt meine alte Tastatur wieder angeschlossen habe. Und ich deswegen leider alles nochmal neu machen muss, bis zu dem Punkt, wo wir natürlich diesen Fall haben. Zack, da, das ist jetzt leider nicht mehr so ganz, wo es vorher war. Aber, um weiter zu reden, jetzt haben wir Folgendes. Eine verfluchte Truhe und hier steht, untersuche die verfluchte Truhe. Und das machen wir mal und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. 100 Gegner. Ja. Damit wir eine Bonustruhe erhalten. Das ist nämlich ziemlich krass, nämlich in einer bestimmten Zeit müssen wir das machen. Bam. Zack. Kann ganz schön schnell gehen. Kann aber auch ganz schön lange dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das packe. Ah, doch, es könnte. Ja, warum kommt denn keiner? Bam! Ah, wir könnten es schaffen. Bats! Ah, bam! Bam! Ah, wo sind sie? Bats! Bats! Komm! Ah! Und alle, die jetzt natürlich nochmal extra töten, die sind dann halt voll drin. Die sind dann natürlich nochmal Bonus und sowas. So, und jetzt haben wir zwei Truhen. Das ist super cool, weil jetzt haben wir zwei geile Truhen bekommen. Und die haben natürlich beide wertvolle Sachen. Das ist so geil einfach. Deswegen liebe ich verfluchte Truhen. Ja, das wollte ich euch jetzt mal gerade mal zeigen. Und so geht das dann. Jetzt können wir gerade mal gucken, was wir hier Schönes haben. Wow. Yo, die Schuhe sind ja quasi phänomenal. Der Gürtel ist auch gut. Wie anders es hier vorher ausgesehen haben muss. Betriebsamkeit, Trubel, Leben. Und jetzt ist nichts mehr da. Tja, so war das nun mal. Hier. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was wir für einen Erfolg bekommen haben. Aber wir haben irgendeinen Erfolg bekommen. Nichtsdestotrotz, ist es jetzt so und ist jetzt halt doof, ist ein bisschen ätzend, aber es ist nicht schlimm und es ist trotzdem hinkriegbar. Ich weiß gar nicht, nämlich wie nah wir an dem Ziel waren, als wir geguckt haben, und ich finde, das ist gerade ziemlich laut. Jetzt ein bisschen angenehmer. Und deswegen denke ich, ist es mal so ganz angemessen. Ganz okay. Okay, wir müssen runter, sehe ich gerade. Also dann gehen wir auch wieder runter. Ja, da ist es schon. Da sind wir ziemlich nah. Ja, komm, lass die da oben mal in Ruhe. Muss halt ein Stück weit spielen, aber zum Glück nicht so weit, dass ich schon. Ich hatte Angst, dass ich so weit spiele, dass ich dann natürlich Erfahrung kriege. So viel, dass ich dann Level absteige. Aber ich habe jetzt noch Glück, ich bin immer noch Level 43. Bam! Der Kampf ist vorüber! Und, irgendwo hier ist so ein. Okay, muss ich doch hoch? Und ja, bin ich ganz froh drum, dass es nicht so schlimm ist. Es ist trotzdem ätzend und hat mich sehr aufgeregt. Ich habe die Tastatur jetzt auch zurückgeschickt und werde mir dann die irgendwann eine andere holen, weil ich dachte mir, das hat mich so geärgert und so gefrustet. Da dachte ich mir, nee, da habe ich keine Lust nochmal drauf. Echt nicht. Wollte ich dann. Hä? Wo muss ich denn hin? Warum haust du ab? Wo ist die Leichen hier an? Müssen wir hier lang? Das könnte vielleicht sein. Warum stehen denn hier überall welche? Warum passiert nichts mit denen? Das finde ich gerade ziemlich unheimlich, ehrlich gesagt. Jetzt auf einmal werden sie verwandelt. Weil ich von der Seite. Naja, okay. Mein Geist wird stärker. Level 44, zack, vernichtet, eiskalt. So, jetzt sind wir richtig. Ja, da unten ist es. Verzeihung. Ja, dann werden wir es auch gleich haben. Dann kommen wir da auch locker weiter. Bin ich mal ganz zufrieden. Ärgert mich jetzt ziemlich mit der Tastatur, so. Aber es ist so, wie es ist. Und Gideongasse. Wir sind da. Ich konnte Maltael ins Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben.
Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Alright. Sie hat die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählt zumeist das Letztere. Ja, das ist leider immer so beim Menschen. Ein Mensch ist halt leider... Der Mensch, das Gehirn ist auch leider negativ eingestellt. Das ist diese ziemlich krass. Dieses Mal kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lang. Leichenhaufen zerstören. Das tun wir mal. Zack. Bam. Batz. Macht euch weg. Ich will ich hier nicht haben. Zack. Dich jetzt auch noch. Bam. Ach komm. Wo willst du denn hin hier? Kollegin. Hä? Hahaha. Das war schon. Das ging jetzt aber echt fix. So, wen haben wir da? Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Eine vollbusige Dame. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Okay, auf hier. Haben wir den nicht schon mal befreit, damals in Diablo 3, vor der Spinne? War das nicht die gleiche? Dieselbe? Die gleiche? Martael. Er beobachtet euch. Ja, wir sind halt doch ziemlich gefährlich. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte. Als ich Martael schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius tragischer Fehler getilgt sein. Okay, nee, wie wär's damit? Einfach mal nein. Wäre nicht so cool, wenn ihr uns auslöschen wollen würdet. Zur Enklave der Überlebenden. Hier ist es für euch nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach... Der Seraph tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wandten. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Gott. Und das ist schon echt abartig, was hier so leuchtet und kreucht und fleucht und läuft und überhaupt. Bam. Ja. Aber gut, wir sind ja hier, um alles auszulöschen. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gibt. Woher kennt ihr diesen Namen? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ja. Lea ist ja leider tot. Leider. Aber wir müssten uns eigentlich nicht die Schuld geben. Oh. Bitte. Eine Monstrosität sucht die Krypta meiner Familie heim. Und es gibt niemanden, der sie schützen könnte. Dann gehen wir zur Krypta. Wow, 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 wow. Wow. Bam. Peschwa. Los geht's. Batz, das war's. Wow. Habt meinen ergebensten Dank. Nun können wir alle Ruhe finden. Ach, sie war schon tot? Krasses Ding, ey.
krasses Ding. Bam. Batz. Die sind halt so ätzend, weil die einfrieren die ganze Zeit und dann man die ganze Zeit so langsam wird und so. Das ist voll ätzend, ey. So kacke, ey. Bin ich nicht. Vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ja, ihr macht schon. Euch über mich lustig. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht gestehen. So viel verloren wie sie. Was hat sie denn bitte verloren? Was ist sie denn bitte? Sie ist doch gar nicht so special, oder? Ist sie so eine Special Braut hier am Stüssel? Boah, wie viel? Ah, da ist noch ein Bumsklumpen. Ach, herrlich. Schön. Ja, ja, ja. Bumsklumpen. Sehr cool. Ich werde nicht vergessen. Seht ihr in euren Visionen ein Ende dieses Sterbens? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben. Ich glaube euch nicht. Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr ein solcher seid, der sich beharrlich weigert zu glauben, dass ihr jemals... Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch Acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Tja, kenne ich irgendwo her. Ich gebe da auch nie wirklich auf mich Acht. Also gut, ich rette auch nicht die Welt, aber im wahren Leben achte ich auf mich besonders ganz selten, muss ich sagen. Und ja, das hat mich auch schon so manches gekostet persönlich und hat mich auch echt viel schon verzweifeln lassen, würde ich sagen. Und, boah, was sind das denn? Alter, wie viel denn bitte noch? Eure Kraft lässt euch im Stich. Genau. Und das kenne ich eigentlich in der Hinsicht. Klingt zwar komisch, aber ich kenne das schon. Sich nicht um sich zu kümmern und mehr um andere und immer stehen die anderen im Vordergrund oder andere stehen im Vordergrund als man selbst. Das ist eigentlich schon, wie sagt man, Entschuldigung, das ist eigentlich schon schlecht sowas, weil man sollte immer auf sich selbst achten. Es ist nichts in der Welt wert, sich eigentlich selbst zu vernachlässigen und immer anderen beizustehen. Aber manchmal frage ich mich, warum ich so bin. Und manchmal frage ich mich auch, warum ich das tue. Ja, ich bin vielleicht jetzt nicht sehr nachhaltig hier beim Let's Play, das gebe ich zu. Ich bin da nicht so, dass ich die ganze Zeit hinterhänge. Das ist aber auch, liegt auch wieder immer wieder daran, dass ich sage, es ist reiner Spaß. Also es ist eine rein einfache Fun, den wir hier machen und den ich auch hier mache. Und es soll einfach nur wirklich ein Spaßprojekt sein. Also kein Spaßprojekt im Sinne von, haha, ich nehme mir das nicht ernst, sondern ich nehme mir das schon irgendwo ernst, keine Frage. Aber ich mache mir daraus keine Verpflichtung, weil ich habe mein eigenes Leben, ich habe ein anderes Leben und versuche natürlich vieles einfach so zu meistern und für mich einfach auf meinem Weg zu bringen, weil meine Zukunft wird es nicht sein. Meine Zukunft wird auch nie YouTube sein. Ich mache es gerne, es macht mir Spaß und ich habe meinen Spaß dran und ich spiele auch super gerne und bin auch selber ein totales Spielkind, was das Computerspiel und so angeht und muss auch sagen, dass ich da in der Hinsicht einfach dann sage, nö, das ist für mich wirklich nur ein Spaßprojekt und es macht mir Spaß und ja, ich investiere auch gerne Geld dafür, weil es ist ein Hobby. Dieses Hobby möchte ich gerne machen und dieses Hobby soll für mich keine Arbeit werden. Weil wenn es für mich Arbeit wird, ziehe ich mich zurück. Wenn es für mich Arbeit ist, dann sage ich, nee, da nicht. Ist zwar ganz lustig, weil da kann ich dann sagen, nee, ist mir dann der Aufwand nicht wert. Bei anderen Dingen, die ich persönlich mache, keine Ahnung, Vorhof der Adelsruhe. Bei anderen Dingen, die meine Arbeit betreffen oder so, der Diener des Todes, bin ich da eher nicht so konsequent. Da achte ich dann noch weniger auf mich und vergesse dann zu essen, zu trinken, lauter so einen Käse, denk dann überhaupt nicht mehr an mich und steck alles zurück und ignoriert alles. Mich einfach. Ich warte hier drüben. Okay. Und ja, auch noch eine Todesmaid.
Ja, und das ist so... Das ist schon immer so mein Leben. Das begleitet mich schon immer. Es ist nicht gut. Ich war deswegen auch schon in vielen Gesprächen und habe auch schon Sachen gemacht, um darüber mir klar zu werden und um das auch klar zu machen, mir selbst, warum ich das tue. Und vieles ist nie klar geworden für mich. Einiges ist auch nie wirklich nachvollziehbar gewesen für mich, von Anfang an nicht. Aber es war oftmals kein leichter Weg. Und ich weiß nicht, warum ich das heute immer noch so tue. Weil viele sagen zu mir, dass ich zu viel immer mache und dass ich zu wenig auf mich gucke. Und ich sage immer, ja, das ist vielleicht richtig, aber vielleicht bin ich auch ein Stück weit so. Ich meine, ich habe es gelernt in letzter Zeit, dass ich anders geworden bin, dass ich das sehr verändert hat, extrem verändert hat, dass ich das nicht mehr so extrem mache. Schon noch extrem, aber nicht mehr so vollkommen. Und ja, das ist meiner Meinung nach ganz gut. Stufe 45 sind wir schon. Halleluja. Was war das? Das war Urzael. Wer? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. So scheint es. Kehren wir zur Enklave zurück und sehen, ob Tyrael mehr über den Splitter erfahren konnte. Dann tun wir das. Wahrscheinlich einfach per Dings, ne? Ich kehre in die Stadt zurück. Ei. Den kann ich jetzt mal aufsetzen. Ja, so ist das. So ist das. Und ja, ich vergesse mich da oft selbst. Und ja, ich müsste das eigentlich lernen. Und alter Schwede, hat das Schaden, das Ding. Ist auch noch zweihändig. Bam! Und wenn ich da jetzt noch einen grünen reinballer, geht's richtig ab. Deswegen gehe ich gerade zu Hedrick. Kauf jetzt alles, was ich hier nicht brauche. Nee. Ja, jetzt haben wir hier reingeballert. So, mehr können wir jetzt nicht machen. jetzt gerade mal zur Kiste. Und dann müssen wir mit Tyrael reden. Wo ist er? Da oben ist er. Tyrael, mein Freund und Helfer. Schaut, der Splitter wandelt sich. Maltael verändert den schwarzen Seelenstein. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Wenn wir ihn aufhalten sollen, muss ich seinen nächsten Schritt kennen. Was hat Urzael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen? Er wird sterben. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbrecht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen Halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. Das, meine lieben Freunde, tun wir aber in der nächsten Folge von Diablo 3 Reaper of Souls. Also bis dahin. Gute.